Die Überwachung eines PCs kann sehr einfach und vielfältig sein. Dieser Keylogger ist leicht zu bedienen und bietet viele Möglichkeiten. Einfach einstecken ans Notebook, Ultrabook oder dem PC. Unterstützt wird Windows XP, 2000, 2003, Vista, 7 und zukunftssicher auch Windows 8. Der Keylogger kann an mehreren PCs gleichzeitig verwendet werden. Er liefert Tastendrücke, Screenshots und die Audioaufnahme. Kommen wir zur Installation. Wenn Sie den Stick mit dem PC verbinden, können Sie auf diesen wie auf einen Wechseldatenträger zugreifen. Öffnen Sie die Datei panel.exe. Es öffnet sich das Übersichtsfenster des Keyloggers. Der erste Schritt sollte es sein, auf Monitoring installieren zu klicken. Die Installation dauert nur wenige Sekunden. Direkt danach kann auf andere Schaltflächen zugegriffen werden. Zunächst interessiert uns hier vor allem die Konfiguration. Zur Konfiguration gibt es drei Reiter: Screenshots, Audioaufnahme und E-Mail-Versand. In den Screenshot-Einstellungen können Sie angeben, ob und wie häufig Screenshots gemacht werden sollen. Außerdem in welcher Qualität und Größe diese gespeichert werden. Standard ist ein Screenshot alle 60 Sekunden. Bei der Audioaufnahme ist ebenfalls erstmal wichtig zu entscheiden, ob Audioaufnahmen erfolgen sollen oder nicht. Dann können Sie den Audioeingang und Ausgang wählen. Sowohl Eingang als auch Ausgang können direkt getestet werden und die Signalstärke wird angezeigt. So können Sie zum Beispiel testen, ob das richtige Mikrofon ausgewählt wurde. Die Dateilänge, nach der eine Audioaufnahme gespeichert und versendet wird, kann gewählt werden. Die Audioqualität wurde bewusst etwas niedriger gehalten, damit der E-Mail-Versand problemlos möglich ist. Später hören wir in eine Audioaufnahme hinein. Auf der Seite E-Mail-Versand können Sie den Versand aller Daten per E-Mail einstellen. Geben Sie ein E-Mail-Konto an und wählen Sie aus, was gesendet werden soll. Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind, speichern Sie diese und Sie können den Stick nun vom PC abziehen. Jetzt werden Daten gesammelt, die dann später ausgewertet werden können. Es wird also eine herkömmliche Computernutzung simuliert. Ich öffne ein Dokument und schreibe einen Text. Dann suche ich bei Google und chatte etwas. Ich sehe mir dann ein lustiges Video mit Ton auf YouTube an. Betrachte Bilder bei Google und höre Musik bei SoundCloud. Zu guter Letzt logge ich mich noch mit meinem Passwort bei web.de ein. Daten aus allen möglichen Bereichen wurden nun gesammelt. Jetzt steckt man den Stick wieder an den PC und klickt auf Daten auf das Gerät verschieben und dann auf verschobene Daten anzeigen. Es öffnet sich eine Übersicht über den Speicher des Keyloggers. Erstellte Ordner werden nach Datum und Uhrzeit benannt. In den Ordnern befinden sich dann Unterordner, deren Namen Audioaufnahme, Screenshots und Tastatur bezeichnen, was man in den Ordnern findet. Ich öffne zunächst den Tastaturordner. Darin befindet sich eine HTML-Datei mit den Tastendrücken. Man kann nun alle Eingaben nachvollziehen. Es ist zu erkennen, dass ein Dokument geöffnet wurde und man kann den Text lesen, den ich vorhin eingegeben habe. Ebenfalls zu erkennen ist die Eingabe von google.de und was ich dort gesucht habe. Außerdem der Text, der im Chat eingegeben wurde, die YouTube-Suche die Suche nach Bildern, der Aufruf von soundcloud.com und auch die Passworteingabe bei web.de. Das Passwort ist klar lesbar. Der Tastaturaufzeichnung entgeht nichts. Nun öffne ich die Screenshots. Diese werden im Screenshot-Ordner als JPEG-Dateien aufgelistet, die nach Uhrzeit und Datum benannt sind. Auch hier sehen wir das Dokument, eine Google-Suche, die Soundcloud, die Bildersuche und YouTube. Das ganz besondere Highlight dieser Computerüberwachung ist die Audioüberwachung.
Daher hören wir nun mal hinein. Zuerst in den Ton von YouTube. Dann den Ton von der Soundcloud. Und abschließend noch den Ton, der per Mikrofon mitgeschnitten wurde. Ich spreche nun in ein Mikrofon, das am PC angeschlossen ist, und der Keylogger zeichnet die Umgebung des PCs auf. Auf diese Art und Weise können Sie auch Online-Telefonate, zum Beispiel per Skype, überwachen. Alle Daten erhalten Sie auch bequem per E-Mail. Sie müssen zur Auswertung also nicht an den PC selbst zurückkehren. So können Sie zum Beispiel ganz einfach auch mehrere PCs bequem überwachen. Wenn Sie den Keylogger nicht mehr benötigen, können Sie diesen mit einem Mausklick schnell deinstallieren. Die Dateien auf dem Stick bleiben dabei erhalten und müssen gegebenenfalls manuell gelöscht werden. Entfernen Sie nun den Stick vom PC. Der Keylogger ist unauffindbar für Virenscanner, für alle Windows-Versionen ab Windows 2000 geeignet und verfügt über eine deutsche Bedienoberfläche. Erwerben Sie den Keylogger auf www.alarm.de.